Weine nicht, wenn du älter wirst, dam, 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 dam. Wenn du auch nicht mehr spritzig bist, dam, 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 dam. Zähne rein und Brille auf, heute machen wir einen drauf. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind dir treu. Mach dir heute deine Haare fein, dam, 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 dam. Es brauchen ja nicht mehr so viele sein, dam, 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 dam. Zähne rein und Brille auf, heute machen wir einen drauf. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind dir treu. Kommen Falten an Hals und Po, dam, 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 dam. Lach nur drüber und zeig dich froh, dam, 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 dam. Wenn der Arsch auch Falten schlägt, das ist von deinem Leben geprägt. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind dir treu. Wenn man so in die Jahre kommt, dam, 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 tropft es mal in die Hose prompt, dam, 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 dam. Pampers rein und Brille auf, heute machen wir einen drauf. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind dir treu. Gleichkommen, wie wir es bis jetzt gehabt haben, immer Mittwoch ist ein Match. Das ist auch mit KSV so ausgesprochen, dass wir also unsere Spiele auswärts und daheim auch eher Mittwoch spielen. Der Eugen ist übrigens gestern vom Spital heimgekommen, der Hirt, der Stiri hat ihn heimgebracht. Bis er ausgestiegen ist, ist er gut gegangen. Wie er dann ausgestiegen ist und wahrscheinlich seine Frau gesehen hat, ist er gleich einmal nicht mehr gegangen. Das glaube ich ja. Nein, er jammert halt gleich. Nein. Das gehört schon. Dieter, erstens mal danken wir, dass wir heute deine Gäste sein dürfen zu deinem Geburtstag. Man liest ja in den Medien, man wird immer damit konfrontiert, 1918, 1938, 1968, aber auf das Wesentliche 1948 vergisst man. Also 1948 ist also was ganz Besonderes und es ist erst 70 Jahre her, dass wir 1948 kommen. Mehr sage ich dazu jetzt nicht wirklich. Wir danken dir für das, was du für unsere Truppe leistest. Das ist sensationell. Wir wissen alle, wie zeitaufwendig das ist und wie toll du Lösungen immer präsentierst und das letzte Beispiel ist Kroatien. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Es ist schwer, ein Geschenk für jemanden zu finden, der irgendwas hat. Genau. Aber wir sind doch auf was drauf gekommen. Und dieses Geschenk hat eine besondere Charakteristik. Du kannst das, was wir für dich vorgesehen haben, allein verwenden. Das ist aber halb so lustig. Du kannst es zu zweit verwenden. Das ist doppelt so lustig, aber du kriegst nur was ums Hälfte Geld. Also du kannst die Wahl steht dir frei. Wir haben uns gedacht, es sollte ein bisschen ein Erholungsurlaub für dich sein. Und da haben alle da hinten unterschrieben und ich will es niemandem verheimlichen, was da vorne steht. Da steht nämlich Folgendes: Solange alles funktioniert, ist es egal, wie alt du bist. Du kannst hören, sehen, riechen, laufen, denken. Da steht noch was. Du siehst gut aus, das habe ich fast nicht lesen können. Jetzt fang der Lehrer an. Du kannst essen und du kannst, nein, das sage ich nicht, grapschen. In MeToo-Zeiten sagt man das. Und Spaß haben. Ja, lieber Dieter, man kann über alles reden, nur nicht über 5 Minuten. Gell? Nochmal zu deinem 70er. Herzlichen Glückwunsch von uns allen. Danke. Bleib uns bitte gewogen, so wie es gewesen und behalt uns. So lang, so lang. Von euch, Freunde. Ja. Alles Gute. Danke. Von euch. Herzlichen Dank.
so über den Wolfgang geben. Danke vielmals. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was da hier ist. Die war eine Bulle. Nein, die war auf Falschung. Herzlichen Dank. Ja, schau. Ja, drei Bälle sind das. Ja. Freut mich halt nicht. Aber besonders. Ja, ich kann mich nur ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ist sicher, hoch angetragen, man muss sagen, also freut mich natürlich. Ich kann es euch sagen, wir werden das also sicher gemeinsam. Ach so. Doppelter Spaß, halber Wert. Genau so ist es. Und ich sage euch dann, wo wir mal ist. Ja? Okay, danke vielmals. Gell? Herzlich willkommen im Club der alten Säcke. Herzlich willkommen im Schlafparadies. Hier wird der Mann erst ab 50 aufgenommen. Auf in den zweiten Frühling, denn was kann schöner sein? Herzlich willkommen in unserem Verein. Wo kracht die Pauke mit Gedröhn? Im Club der alten Säcke. Wo fällt das Haar auch ohne Föhn? Im Club der alten Säcke. Wo kneipen wir auf kranken ein bisschen mich warm spülen mit einem lustigen Lied, was vielleicht die alle kennen und den Refrain. Ja, und dann werde ich ein paar Worte sagen, weswegen ich eigentlich da jetzt mich da hergesetzt habe. Also zuerst zum Warmsingen. Gell? Treten sein, nur herein, größter Jux für groß und klein, jeder Schimmel neu lackiert, das Werk frisch geschmiert. Eine Fuhr, eine Tour, kostet 20 Groschen nur, eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder huscht sich wie er kann, vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ring gespürt, das ist ein Hetz und das erfüllt. Da sieht auf der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ring gespürt. Gasthaus was bestellt, will man etwas haben für sein Geld, da hat ja ein Redner recht, wenn er gut bedient sein möchte. Eine Speise esse ich nimmer mehr, wenn sie auch bestimmt ganz populär, weil sie gar so viel verspricht, aber halten tut sie's nicht. Warum spürt bei den Schinkenflecken alle mal das Fleisch verstecken? Oder bin ich blind, dass ich nie einen Schinken find? Auf so einen Haufen Schinkenflecken kommen ein paar kleine Breckel und die werden direkt von den Flecken ganz versteckt. Und bild ich mir schon ein Oberfleisch. Ich hab ein Fleisch, ich hab ein Fleisch. Dann merk ich kurz darauf, dass ich mich täusch, dass ich mich täusch, dass ich mich täusch. Drum lass ich mich nicht länger häkeln von den dummen Schinkenfleckel, denn ich hab schon nur von der Schinkenfleckel, 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 Säckern.
erschweren. Damit's Vieh und Menschen plagen, müssen's alle Wochen jagen. Gott verzeih mir meine Sünden, ich begreif nicht, was dran finden. Dieses Kriechen in den Schluchten, dieses Riechen von den Juchten. Kurz mit alle wird's gesagt, gibt nichts Dümmeres als die Jagd. Kurz mit alle wird's gesagt, gibt nichts Dümmeres als die Jagd. Als die Jagd, nein, die Sache muss ich bedenken. Jäger kann man nicht so kränken. Denn wenn keine Jäger wären, fressen uns am End die Bären. Das Wildbret will man auch genießen, folglich muss ja einer schießen. Gerade Schnepfen, spickte Rehbrust, ja was tät man ohne Jagdlust? Und ich stimm mit ihnen ein, Jagd und Wildbret müssen sein. Auch der Josef hätte keinen präparierten Auerhahn. Auch der Josef hätte keinen präparierten Auerhahn. Auch bei uns gibt's ältere Herren, die sich's Leben noch erschweren. Damit's frisch und locker bleiben, müssen's Tennisspülen betreiben. Die Gelenke tun sie fatschen, anders könnten's gar nicht hatschen. Auch beim größten Sonnenbrennen tut's noch immer umrennen. Sogar singen ist noch Pflicht, irgendetwas stimmt doch nicht. Sogar singen ist noch Pflicht, irgendetwas stimmt doch nicht. Der bei Dieters Tenniscamp zweimal täglich und in Doppeln in Kroatien umherhoppeln. Gut am dritten Tag den Regen nennt man Muskelkater-Segen und man tut mit fröhlich Lachen ein Erholungsschifffahrt machen. Wo es hingeht, das ist wurscht, Hauptsache abends hat man Durst. Wo es hingeht, das ist wurscht, Hauptsache abends hat man Durst. Turnierspielwochen und man teilt die ganze Truppen schön in Altersleistungsgruppen. Jeder spielt dann wie besessen, ja man muss sich ständig messen. Doch die Gegner schlau agieren, spielen an Lob und dich passieren. Und man steht am Netz mit Frust, frag mich, wo ist da die Lust? Und man steht am Netz mit Frust, frag mich, wo ist da die Lust? Weihnachtstombola, Preise gibt es ganz famose, daher braucht man 5-6 Lose und man streicht dann flott die Nummern, glaubt die letzte, die muss kommen. Jo, ein jeder hofft ganz leise auf den ersten aller Preise. Jeder bringt einen Preis nach Haus, unserem Gerhard kehrt Applaus. Jeder bringt einen Preis nach Haus, unserem Gerhard kehrt Applaus. Eine habe ich noch. Geht der Club mit Freude fort, ja dann feiert wer Geburt. Und genau so ist es heute, hab einen Runden, liebe Leute. Sagt der Dieter vor ein paar Wochen, und beim Bierer lass ich kochen. Mit viel Dank in Kopf und Magen, mit einem Prost wir zu dir sagen. Bleibe fit und lass nicht los, und bleib ewig unser Post.